Beispiel, wir stellen uns vor, es war eine Dorfhochzeit. Der eine war dort, der andere nicht. Dann treffen die sich ein paar Tage später. Dann sagt er, du bist ein Quäner, dann sagt er. Und dort war, oh Kalle. Kalle, Kalle, pass auf. Also wenn die Gas so fett gewesen wäre wie die Braut. Und die Braut so jung wie der Weih. Und der Weih so alt wie die Gas, dann wäre es eine schöne Hochzeit gewesen. So. Heute hier im Theater Promigeflüster, so kurz vor der 600. Folge. Ich darf begrüßen neben mir Monika. Monika Hirschle, gell, Sie sind's doch? Ja, ich glaube schon. Gell, Sie sind's, so heißt nämlich Ihr aktuelles Solo-Programm, was wir jetzt hier im Theater in der Altstadt erlebt haben. Und das sind wieder so Geschichten aus dem Alltag, oder? Ja, das sind wieder Geschichten, die ich erlebt habe. Die man einfach zusammentragen hat. Man muss ja nur auf den Markt gehen oder Straßenbahn fahren. Da erlebt man so viele wunderbare Geschichten. Da habe ich gedacht, die erzähle ich mal weiter. Also du hast ja schon mal so ein Solo-Programm gehabt, alles so erlebt. Also das war genauso schön und amüsant. Und auch dieses Mal wieder, muss ich sagen, wirklich ganz toll. Das freut mich, super, danke. Ja, du spielst es jetzt hier im Theater in der Altstadt in Stuttgart, haben wir gerade schon gesagt. Das ist jetzt eigentlich monatlich sozusagen, einmal im Monat. Genau, einmal im Monat, nächstes Jahr dann oder nächste Spielzeit auch wieder. Also es heißt Theater der Altstadt, aber das okay. Ist alles okay. Wunderbar, Frank. Als nicht Stuttgarter oder Sturgarter. Ist dir sowas von verziehen, gar kein Problem, wunderbar. Hauptsache du kommst. Genau, und dann hergefunden. So ist reich, genau. Ja, jetzt und nächste Spielzeit dann auch wieder. Mhm. Und dann kommt der noch allein unter Schwaben im Sommer und dann im der Weihnachtszeit wieder der Brandner Kasper oder das ewig Leben, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und viele meiner Zuschauer kennen dich natürlich unter anderem auch aus Leible und Frisch, die ja, Story über die Bäckersfamilien, Leible und Frisch, genau. Gibt es da eigentlich auch wieder eine Fortsetzung? Es gibt ein neues Theaterstück, hat Uraufführung im Juli in Jagsthausen bei den Burgfestspielen, da freue ich mich sehr drauf und da sind auch wieder Ulrike Bartroff dabei, der Simon Licht und ich. Okay, also doch wieder drei bekannte Gesichter, die man aus der Serie kennt. Und das wird wieder so in irgendeiner Form fortgesetzt, die Geschichte dann. Es ist eine ganz neue Geschichte, die extra geschrieben wurde für Jagsthausen. Aber diese drei treffen halt wieder aufeinander und es birgt schon sehr viel Zündstoff, wenn die Frisch und Leible sich mit der Uschi dann nur treffen. Okay, also da kann man schon wieder gespannt sein. Ja, aber dann natürlich viel Vorbereitung wieder auf deine Stücke. Was mir immer so ein bisschen im Kopf rumschwirrt und wo ich immer dran denke, wie schafft man es, so große Stücke, jetzt auch Tratsch im Treppenhaus, was das letzte war, das Ganze wieder ins Schwäbische zu bekommen? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil die Muttersprache, die hat man so in sich und da kann man ganz schnell übersetzen. Es ist natürlich ein ganz anderer Satzbau im Schwäbischen als im Hochdeutschen, aber da gewöhnt man sich dran. Irgendwann kann man das fast schon vom Blatt übersetzen. Das ist kein Problem. Gott ist eigentlich dann schon. Ja. Das geht noch, ja. Okay, muss gehen. Aber klar, das hat natürlich auch die Heidi Kabel schon berühmt gemacht seinerzeit. Und wie viele Fassungen gab es da, weißt du das? In welchen anderen Dialekten? Oh, ich glaube, da gab es viele. Gerade vom Tratsch im Treppenhaus. Also bayerisch weiß ich ganz sicher, hessisch auch. Mehr wüsste ich jetzt nicht, aber das gibt es bestimmt in ganz vielen Mundarten. Gut, dieser Typ Frau, den gibt es überall. Das ist ja nicht typisch hamburgisch oder typisch schwäbisch. So ist es. Aber sind dann irgendwie die Volkstheater früher so gewesen? Gibt es sowas heute generell noch oder ist das irgendwie verloren gegangen? Ich meine, klar, wenn man es natürlich sieht, das Theater ist immer gut besucht, aber doch eher, sagen wir jetzt mal, älteres Publikum. Ja, wobei die Jungen wachsen nach. Ich finde es ganz toll, dass jetzt also auch die Oma mit dem Enkel kommt und der Enkel dann Spaß hat und der wird ja dann auch wieder irgendwann mal Papa und also das ist alles gut und ich gebe dem eine ganz große Chance. Gerade durch das, alles wird immer größer, immer mehr vernetzter, man wird immer polyglotter. Da sehnen sich die Leute manchmal vielleicht doch wieder nach was Heimatlichem. Und das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja gut. Man kann ja alles machen. Man kann ja polyglott sein und trotzdem heimatverbunden. Und generell Schwäbische dann auch bei den Schauspielern, ist es da auch noch gepflegt? Wird es da auch noch gepflegt irgendwie?
also, oder Dialekt? Also zum Glück gibt es Nachwuchs, die das gerne machen. Nicht alle machen das gern, aber doch, also man hat da, glaube ich, nicht so große Sorgen. Gut, wir waren ja Ende des Jahres, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres muss man sagen, bei der Tagung, wo der Winfried Kretschmann eingeladen hat. Also da ging es ja schon heiße Diskussionen. Und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, wenn das so weitergeht, dann besteht die Gefahr, dass er verschwindet oder sich so abschleift, dass nur noch eine ganz leichte Sprachfärbung übrig bleibt. Und da haben wir, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, da was dagegen zu tun. Und ich glaube, heute sind ganz deutlich ebenfalls mal zwei Überschriften klar geworden für mich. Ob er dann darüber hinausgeht, das wird man besprechen, und vielleicht nach einem zweiten Kongress dann besprechen, was macht man sinnvoll. Also die zwei Überschriften heißen nicht diskriminieren und zweitens wertschätzen. Ich war leider nicht dabei, aber ich habe es natürlich gehört und ich finde es aber klasse, dass der Winfried Kretschmann sich da so viel einsetzt. Das ist ganz, ganz toll. Also super. Mal gesehen oder mal sehen, wie es fortgesetzt wird, ja. Weil er hat ja nochmal schon gesagt, es gibt noch einen zweiten Anlauf, wo man sich wieder trifft. Das wäre klasse, ja. Mal gespannt. Ja, und wir sehen uns dann auf alle Fälle wieder, auch schon Tradition, auf dem Cannstatter Wasen. Ah, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf das Bier freue ich mich jetzt schon. Aber mehr verraten wir nicht, da können Sie dann einschalten, unsere Zuschauer. Genau. Dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute. Danke dir, Frank. Vielen Dank, alles Liebe für dich. Und für die Zuschauer natürlich auch. Alles Gute. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann.